Die Riester-Rente ist tot. Lang lebe die Riester-Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Riester-Rente ist tot. Die Zahlen zeigen es, immer weniger Menschen schließen neue Riester-Verträge ab. Immer mehr Menschen stellen die Beitragszahlungen ein. Die Kritik an Riester hat sich seit Jahren aufgebaut und immer mehr verstärkt. Zu kompliziert, zu teuer, zu hohe Abschlusskosten, zu wenig Rendite, einfach nur schlecht. So die meisten Argumente gegen die Riester-Rente. Und die Hauptschuldigen sind natürlich ganz schnell ausgemacht. Das ist zum einen die private Versicherungswirtschaft, die seit Jahren von den Steuerzuschüssen für die Riester-Rente profitiert, und derjenige, der die Riester-Rente aus der Taufe gehoben hat, nämlich die SPD, die mit ihrem Versprechen durch Walter Riester an die Bevölkerung herangetreten ist, dass die Riester-Rente die Lösung der Altersvorsorge für die Rentnergeneration sei. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Riester entwickelt sich für viele Kleinanleger und Alterssparer zu einem großen Verlustgeschäft. Nichts war's mit der Riester-Rente. Und der Riester-Rente wurde jetzt de facto der Todesstoß versetzt. Die Bundesregierung hat angekündigt, Riester nicht mehr auf dem Reformweg ändern zu wollen. Zumindest nicht in dieser Legislaturperiode. Glaubt die Bundesregierung etwa nicht mehr an die Riester-Rente? Trotz dem Flehen und dem Betteln der privaten Versicherungswirtschaft, die Beitragsgarantie von 100% auf 70% runterzusenken, weil diese keine Zinsen mehr erwirtschaftet. Trotz dieses Hintergrundes hat die Bundesregierung gesagt, wir machen nichts mehr. Dennoch lebt die Riester-Rente weiter. Es gibt viele Millionen Riester-Verträge, die noch laufen. Um die müssen wir uns jetzt eigentlich kümmern und da auch Sorgen machen. Und wie man sich in dieser Situation, wenn es um die eigene Riester-Rente doch so schlecht bestellt ist, am besten verhalten kann. Und da gibt es ja verschiedene Varianten. Soll ich jetzt den seit Jahren laufenden Riester-Vertrag beenden? Soll ich die Beitragszahlungen stoppen und den Vertrag ruhen stellen? Soll ich mir das Riester-Kapital vielleicht auszahlen lassen, wenn das möglich ist? Fragen über Fragen. Ich kann Ihnen da leider keine richtige Antwort drauf geben, weil ich kein Riester-Experte bin. Aber ich habe im Internet einfach mal ein bisschen rumgestöbert und bin da auf eine Internetseite gestoßen oder einen YouTube-Kanal von Versicherung mit Kopf. Und der Bastian Kunkel von Versicherung mit Kopf, der hat in einem Video vom 26. Januar 2021 sehr gut erklärt, ob man seine Riester-Rente jetzt kündigen sollte. Mein Tipp: Lassen Sie sich in Sachen Riester nicht aus der Ruhe bringen. Einen Neuvertrag abschließen, davon würde ich aktuell abraten. Aber eine gute Beratung, vielleicht von einem unabhängigen Versicherungsberater oder Makler, ist wichtiger denn je, damit Sie bitte nicht die falschen Entscheidungen im Hinblick auf Ihren bestehenden Riester-Vertrag treffen. Näheres zum Thema Riester-Rente finden Sie auch auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.